Hallo Leute und herzlich willkommen zurück hier auf dem Kanal der Captain Schiff. Ich bin Captain Yamato und begrüße euch recht herzlich zurück zum Retro-Titel The Legend of Zelda Ocarina of Time. Yay, Ocarina of Time. So, was war eigentlich unser Ziel? Muss ich da schon durch? Konnte ich denn? Nee, da brauche ich ja Bomben zu und die hatte ich ja noch gar nicht. Stimmt. Da musste man ja rein theoretisch irgendwo mal später hin. Das ich glaube ich nie gemacht. Habe ich das jemals gemacht? Ich weiß es nicht. Ja, schauen. Aber wir sollten eigentlich gleich durch sein. Ist ja nicht mehr viel. Ah, schön. Ist das herrlich, dieses Spiel. Ich bin so begeistert davon. Was ist dein Problem, Mann? Nimm das. Zack. Weg. Genau. Niemand legt sich mit dem Link an. Niemand. Na? Genau. Schieb, Junge. Ah. Noch ein bisschen. Ein wenig noch. Ich krieg das hin. So. Ist das eigentlich hinauf? Jupp. Nur ein Stück. Hab ich das denn immer gekriegt? Wie bin ich da rangekommen? Also bestimmt nicht mit einem Bumerang, also kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht. Ich weiß, dass ich da rangekommen bin immer. Weißt du nicht wie? So, vielleicht auch einfach springen. Ja, das ist natürlich viel effektiver. Ach ja, so kann's laufen. Kann ich mit allem rechnen. Und los geht's! Hopf. Ja. Patsch. So. Verdammt. So, links, Mitte, links, rechts, ne? Na komm, spuck. Na komm. Eins und zwei. Hoppa! Wie? Hä? Mitte? Links geht vor rechts? Ach, keine Ahnung. Warum? Mitte, rechts, links? Auf geht's! Ja, sag ich doch. Sag es doch! Wer kanntest du unser Geheimnis? Bist du ein Hellseher? So sei es denn, ich werde dir das Geheimnis der Spinnenkönigin verraten. Um sie zu vernichten, solltest du die Früchte des Baumes nutzen. Ein Gegner, der nicht bewegen, lässt sich leicht bezwingen. Vergiss nicht. Vergib die Königin. Schande über mich! Ja, Schande über dich! Auf geht's! Ach, ich liebe dieses Spiel. Oh, jetzt geht's los, Leute! Na? Oh Gott.
Nicht angucken, nicht angucken, nicht angucken, nicht angucken. Erst durchlaufen. La 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 la. Okay. Was ist das? Oh Gott, ey. Goma! Gepanzerte Spinnenparasit Goma. Auf ihn! Okay. So leicht, so weit, so gut, so leicht, so weit. Muss nur richtig zielen. Das ist gar nicht so einfach mit der. Los, hinter, 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 hinter! Los, auf ihn! Mach ihn, nach und. Das war's schon. Mann, sind wir gut. Ach. Weichei. Dich hatte ich schwerer in Erinnerung. Ich hatte dich wesentlich schwerer in Erinnerung. Ein Herzcontainer. Der Energielast erwartet sich um mein Herz. Geil. Der Energielast wird aufgefüllt. Und zurück. Und weg geht's. Abhauen. Tschüss. Dekobaum. Completed. Yes. Ja, das läuft auch. Boah, es ist laut, ey. Hab Dank, Link. So, das ist ja der Dekobaum, der widerspricht. Ich vergaß. Du hast deinen Mut beeindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ich wusste, dass du meinem Vertrauen nicht enttäuschen würdest. Dass du mein Vertrauen nicht enttäuschen würdest. Doch du stehst erst am Anfang deiner Mission. Höre mich an. Nein. Nein. Höre, was ich zu sagen habe. Ein Diener des Bösen, der aus der Wüste kam, hat mich verflucht. Dam 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 dam. Das war damals echt eine gute Grafik. Also dafür, die Verhältnisse damals, dachte man sich, Bombe. Richtig gut. Das Böse in Menschenkörpern setzt seine diabolischen Kräfte rücksichtslos ein, um Zugang zum Heiligen Reich zu erlangen. In diesem Heiligen Reich ruht das Triforce, ein mächtiges Relikt der Götter, und wartet auf den, der seiner Kräfte zu nutzen weiß. Ja, genau. Oder so. Vor tausenden von Jahren. Vor tausenden von Jahren. Stiegen drei Göttinnen aus dem Chaos der Gezeiten empor. Ich denke mal, dass Navi das sagt. Das muss ich einfach sagen. Also Tom, das Tom. Din, die Göttin der Kraft. Niru, die Göttin der Weisheit. Nairu. Farore, die Göttin des Mutes. Was tut sie? Jam, 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 jam. Coole Sache. Din. Mit dem feurigen Odem ihres Körpers schuf sie unsere Welt. Bisschen Halsschmerzen. Bisschen Halsschmerzen. Nairu. Sie schenkte der Welt die Gabe der Weisheit. Farore! Sie spendete Leben und schuf sämtliche Formen des Daseins. Yay! Energie!
Als ihr Tun vollendet war, zogen die Göttin gegen Eden. Trifor-Symbole kündeten noch heute von hier und von den Städten, die sie besuchten. Städten. Seither ist das Trifos ein Zeichen der göttlichen Prophezeiung. Das Relikt der Götter ruht nun im Heiligen Land. Dillililililil. Niemals darf es dem Teufel... Achso. Niemals darf es dem Teufel aus der Wüste gelingen, die Macht des Trifos zu erlangen. Erringen. Nie darf der, der Böses in seinem Herzen trägt, das Heilige Reich betreten. Der Dämon, der den Fluch auf mich legte und mir die Kraft raubte, mein Ende naht. Das Böse nagt an meinen Wurzeln. Obwohl du den Fluch gebrochen hast, kommt deine Hilfe zu spät. Ich bin zum Sterben verdammt. Ja gut, dass du mich nicht früher gerufen hast, bevor das passiert ist. Meine Zeit ist vorüber, doch traue nicht um mich. Mein Auftrag war, dich einzuweihen in die Geheimnisse von Hyrule. Du bist das Landes letzte Hoffnung. Link. Begib dich nun zum Schloss. Suche dort die Prinzessin auf. Denn sie teilt dein Schicksal. Nimm diesen Stein an dich. Er war das Begehr des Mannes, der mich mit dem Fluch belegte. Okay. Na klar, ohne nachzufragen, ich mache einfach alles, was du sagst. Du wirst schon recht haben. Ne? Cooler Baum. Damals sah der so schön aus. Das war so richtig... Boah. Richtig cool. Der Kokiri-Smaragd. Der Deku-Baum hat dir diesen heiligen Stein des Waldes anvertraut. Einem kleinen Jungen. Die Zukunft liegt in deinen Händen, Link. Die Zukunft liegt in deinen Händen, Link. Ich weiß, du hast die Kraft. Tom, hilf Link, meinen letzten Willen zu vernichten. Meinen letzten Willen zu verwirklichen. Ich ersuche dich, Tom. So lebt. Denn wohl. Nein, Deku-Baum. Stirb nicht. Ja. Er ist tot. Och nö, wie traurig. Du hast die Worte des Deku-Mobs gehört. Nur du kannst Hyrule retten. Lass uns also zum Schloss aufbrechen, Link. Leb wohl, weiser Deku-Baum. Tick, 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 tick. Ach, herrlich. Ja, was ist mit dir? Lass mich durchmachen. Ich war doch schon da. Hey, Link. Was hast du getan? Der Deku-Baum. Er ist tot. Wie konntest du das nur tun? Ja, als ob ich daran schuld bin. Das war's dann. Ja, natürlich. Das ist immer meine Schuld. Warum auch nicht? Ach, hau bloß ab. Typ. Ganz ehrlich. Lass mich bloß in Ruhe. Zack, zack. Ne? Ja, hörst du wohl. Vorne ein bisschen Kohle von unterwegs. Was? Wo gehst du hin? Was? Wo gehst du hin? Zum Schloss? Wo liegt das Schloss? Keine Ahnung. Irgendwo. Wird bestimmt gut ausgeschildert sein. Nehme ich mal ganz stark an. Yay, Leute, auf in die Außenwelt. Kokiri. Die das Dorf verlassen sind zum Sterben verdammt. Du hast doch nicht etwa vor, es auszuprobieren. Natürlich. Ich bin ja auch kein Kokiri. Junge. Du verlässt uns? Ja, Kantengesicht. Ich verlasse euch. Es tut mir so leid.
Ich wusste, dass du deinen Tag eines verlassen. Den Tag? Ich wusste, dass du den Wald eines Tages verlassen wirst, Link. Link. Denn du bist anders als meine Freunde und ich. Die haben übrigens beide die gleichen Synchronstimmen. Navi und, also Tom und Salia. Sicher hast du deine Gründe. Versprich mir, dass wir uns immer, dass wir immer Freunde bleiben. Na klar. Ich möchte, dass du meine Ocarina an dich nimmst. Yay, Ocarina, Ocarina. Die Feen-Ocarina. Es ist ein Andenken an Salia. Im Gegensatz, ja. Ja, kannst du sie auf umplatzieren. Mit A und den Inksbums-Knöpfen spielst du deine Melodie. Achso, die Scheiße, ich brauche auch. Rebus ist. Nur ein bisschen anders regeln. Mit B kannst du aufhören oder neu beginnen. Sie bedeutet mir sehr viel. Wann immer du sie spielst, solltest du an mich denken. Na klar, mache ich. Und nun? Starr sie an. Man soll Frauen nicht so lange anstarren. Das mögen die gar nicht. Lauf! Ein Mädchen! Lauf weg! Junge, lauf weg! Ja. Na? Ah, ein Abschied. Der Abschied ist aber nur von kurzer Dauer, glaub mir. Oh, ich wäre unbedingt gern bei diesem Konzert dabei. Diese Symphony of the Goddess. Oh nee, ich will nicht auf die Eule treffen. Die Eule ist nervig. Ich bin aber voll. Bevor wir hier auf die Eule treffen, werden wir die Folge natürlich beenden. Also Leute, hat mir wieder Spaß gemacht bei euch. Wir sind jetzt hier schön in einer hyalurianischen Steppe. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Norden. Machen vorher vielleicht noch einen Abstecher auf die Lohn-Lohn-Farm. Also, es war mir eine Freude. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da oder einen Kommentar. Und bin der Captain, meld mich ab, wa? Bis zur nächsten Folge bei The Legend of Zelda Ocarina of the Time. Bis dann. Ciao.